Wo ist er denn jetzt überhaupt? Wieder am Felsen? Alles klar. Wir benutzen dann nochmal unser Odem Arcanum. Und gehen zum Leuchten. Hi. Warst du schon im Moor? Ja, ging schneller als ich dachte. Siehst du? Kannst du nochmal gehen? Der Gruppenleiter im Moor hat wieder nach dir gefragt. Na gut, von mir aus. So schlimm ist der Weg dorthin zum Glück ja doch nicht. Der ist aber leichtgläubig. Der Arme. Ach, da sitzt er. Na, dann schlaf mal gut. Gute Nacht, guck mal. So, dann haben wir schon mal die Schriftrolle. Es ist verzaubert, sodass die Magier nun glauben, ich sei der Bote. Perfekt. Wir könnten ja vielleicht nochmal in das Waldstück hier, weil hier waren ja nur die beiden. Hi. Heda! Ich hab neue Befehle. Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Er trägt zumindest das Zeichen des Boten. Das soll mir reichen. Was sind die Befehle? Eure Gruppe soll die Suche in diesem Waldstück abbrechen und weiterziehen. Den Fluss entlang? Da kommen wir gerade her. Aber nun gut. Befehl ist Befehl. Ich werde allerdings nicht das gesamte Waldstück aufgeben. Junge, du bleibst hier. Schrei, wenn du etwas Verdächtiges siehst. Zu Befehl, Herrin. Okay. Dann ist nur noch Minjung dort. Na? Musst du alleine Stellung halten? Ja, aber ich habe keine Angst. Meine Gruppe ist nicht weit. Ich muss nur rufen und sie sind hier. Aber ich habe keine Angst. Und er hat Angst. Du sollst aber mitgehen. Es gibt einen neuen Befehl. Du sollst deiner Gruppe folgen. Ich kenne meine Befehle. Wenn sie sich ändern, wird meine Leiterin das selbst ausrichten. Ich bleibe hier. Du hängst aber auch ganz schön mal im Rockzippel, oder? Du bist jetzt allein. Bist du sicher, dass deine Gruppe deine Schreie hört? Ja, ich habe nichts zu befürchten. Ich weiß, dass ich mich auf meine Kameraden verlassen kann. Wenn du meinst. Schauen wir viel mal. Viel Erfolg noch. Ruhm genau. Und Ehre dem Königshaus Andergast. Irgendwie müssen wir ihn doch auch noch vertreiben können. Und irgendwie ist der Baum ganz schön dick. Naja. Also im Gegensatz zu den anderen, die da stehen. Wir können ja mal schauen, ob ich die anderen auch irgendwie vertreiben kann. Ne, Ritterchen? Ritter Zornbold. Geron? Ja, Befehl. Ich bin zum neuen Boten ernannt worden. Es gibt neue Befehle. Das glaube ich nicht. Oh. Sieh her, ich habe die verzauberte Schriftrolle. Und woher soll ich wissen, dass die Rolle wirklich verzaubert ist? Ich bin kein Magier. Hör auf, mich an der Nase herumzuführen. Und hilf lieber suchen. Okay. Ich suche vielleicht dann mal weiter. Gehab dich wohl, Geron. Ja, du dich auch. Vielleicht kann ich damit ja mal zum Zeltplatz, obwohl, wenn er sieht, dass wir die Schriftrolle haben. Er müsste doch eigentlich jemand anderen zum neuen Boten ernennen, oder? Ach komm, wir probieren es. Ich habe noch eine Frage. Mach schnell. Ja, ich mach schnell. Wir können keine Befehle erteilen. Wie war das mit dem Boten? Er läuft von Gruppe zu Gruppe und gibt Anweisungen weiter, damit wir ihn im Dunkeln erkennen. Ja, hatten wir. Okay. Ich hoffe, ihr findet diese Ungeheuer. Das werden wir ganz bestimmt. So. Wie können wir denn Minjung jetzt hier aus dem Waldstück verschrecken? Vielleicht kann Nuri ja mal darüber fliegen. Oder so. Nuri, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte, dass du bei deiner nächsten Runde eine ganz bestimmte Strecke fliegst. Ja. Aber wie? Wo? Was? Du könntest am Fluss... Beginne am Fluss und flieg dann weiter. Über Andergast? Über die Stadt. Und dann zum Zelt? Bis zum Zeltplatz. Gut. Bis gleich. Vielleicht findet sie diesmal was. Nee.
Ich probiere mal noch was anderes aus. Wieder nichts. Oh. Nochmal losschicken. Nuri, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte, dass du bei... Ja, und zwar startest du wieder am Fluss. Beginne. Über den Felsen. Über den... Zum Zelt. Bis zum... Gut, bis gleich. Geron! Ui! In den Ästen eines Baumes sitzt ein kleines Mädchen. Wo genau? Vor dem Baum steht ein Junge mit einer Fackel. Das muss der junge Magier sein, den die Ritterin zurückgelassen hat. Soll ich versuchen, ihn abzulenken? Ja! Versuche es. Das wird doch wieder lustig. Huhu, hier bin ich! Was? Wer ist dort? Hey, hier ist jemand! Kommt schnell! Beeil dich mal, ich bin gleich weg! Hey, wo bleibt ihr? Warte nur, dich schnapp ich mir! Ja. Es hat geklappt! Er ist jetzt weg! Gut gemacht! Ah, ich liebe ihre Stimme. Gut, dann wollen wir doch mal schauen, was abgeht. Ab ins Waldstück. Und huch! Seltsamer... Hallo, hör auf zu buggen. Sieht lustig aus. Ist aber nicht so lustig, aber ich glaube, nee. Ich starte das Spiel kurz nochmal neu und hoffe, dass das dann aufhört. Bis gleich. So, ich hoffe, das Rumgebacke hier mit den Bildern ist jetzt weg und wir können jetzt den Baum angucken. Du kannst runterkommen. Sie sind weg. Oder so. Wo ist Papa? Das wollte ich dich gerade fragen. Er ist am Wasserfall. Du hast ja wirklich einen sprechenden Raben. Ich habe Fahi gefunden und zum Wasserfall geschickt, wie du es wolltest. Zwischen hier und dort sind sehr viele Menschen. Ich werde versuchen, eine Schneise zu schlagen und das Mädchen durchzuschmuggeln. Vielleicht kann Breda mir dabei helfen. Beeil dich! Diese Jäger machen einen klügeren Eindruck als du. Hey! Freche Göre. So, können wir doch bestimmt ins Zelt und die Lampe will ich haben. Die könnte mir im dunklen Wald noch nützlich sein. Eben. Kann ich jetzt auch die Truhe öffnen? Oh, aber hier ist nichts drin. Mit ihr hat alles angefangen. Ja. So, die Truppen haben nun lange genug gewartet. Deine Strategie hat uns nur Zeit gekostet. Ich gebe dir noch eine letzte Gelegenheit. Wie sieht unser weiteres Vorgehen aus? Du schon wieder. Langsam wird es lästig. Verschwinde. Wartet. Vielleicht hat er etwas Wichtiges zu sagen. Dieser Mann schleicht seit Tagen um dich herum. Dir ist wohl nicht bewusst, dass du noch andere Vorzüge hast als dein strategisches Geschick. Ich will dich nie wieder in der Nähe meiner Nachfolgerin sehen. Hast du verstanden? Ich... Raus! Du bist gemein. Und nun zurück zu unserem Problem. Enttäusche mich bitte nicht. Das ist die Gelegenheit. Breda muss die Truppen bewegen, damit der Weg zum Wasserfall frei wird. Aber wie sage ich ihr das, ohne dass er es mitbekommt? Eben, wir können ja nicht einfach ins Zelt spazieren und, naja, vielleicht aber von hinten. Ja, ich bin manchmal doof. Hier haben wir ja noch die Zeltwand. Die Rückseite des Zeltes ist dunkler als vorne. Ist das wichtig? Sie ist so, wie ich sie vor 2 Tagen zurückgelassen habe. Willst du nochmal reinschneiden? Ja, will er. Ich mache nur einen kleinen Riss. Und jetzt? Das kann nicht dein Ernst sein. Das entspricht nicht der hohen Kunst der Strategie, wie ich sie dich gelehrt habe. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich glauben, du hieltest uns absichtlich auf. Aber was ist, wenn sie wirklich einen Dämon beschworen haben? Dämonen sind chaotische Wesen. Sie handeln nicht nach unseren Regeln. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Nun gut. Aber sei dir bewusst, du wandelst auf einem sehr schmalen Grat. Ich habe dir die Befehlsgewalt aus purem Vertrauen in deine Fähigkeiten übertragen.
Ich kann sie dir jederzeit wieder wegnehmen. Die Zukunft unseres Königreichs steht auf dem Spiel. Als ob dieses stinkende Loch je eine Zukunft hatte. Dies ist deine letzte Chance. Wie lautet dein nächster Befehl? Ich muss ihr irgendwie ein Zeichen geben. Ich komme nicht ran. Ja, ist klar. Eine Karte des Waldes spanne und den die Bogen Aufstellung ja der Suchgruppe. Nicht zu weit. Noch er redet doch alle gleichzeitig. Vorgehen entschieden zu sein. Gut. Ja, okay, ich habe kein Wort verstanden. Ich warte. Penner. Eine Karte des Waldes und die Aufstellung der Suchgruppen. Noch scheint kein weiteres Vorgehen entschieden zu sein. Och, halt doch mal die Klappe. Können wir irgendwie was machen? Mit der Schriftrolle vielleicht? Nee, so nicht. Mit der Lampe? Ich höre. Ja, hier, bitteschön. Die Situation ist folgende. Wir haben keinen Überblick über die nördlichen Wälder. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht zu weit von der Stadt entfernen und deren Schutz gefährden. Ich bin dafür, einzelne Spähtrupps vorzuschicken. Andraus Gruppe soll aus der Region nördlich der Steine abrücken und Richtung Steineichenwald aufbrechen. Das würde eine Schneise in unsere Aufstellung schlagen. Man könnte sich leichter an uns vorbeischleichen. Aber die Stadt wäre gesichert. Es herrscht viel Angst und Wut in den Truppen. Wir dürfen nicht kopflos unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Gut. Ich werde den Befehl geben. Aber wenn ich merke, dass das ein gezielter Verwirrungsversuch war, dann gnaden dir die Götter. Wir sprechen dann von Hochverrat. Ich möchte deinen Kopf nicht unter einem Beil wiedersehen. Keine Sorge. So weit wird es nicht kommen. So viel zu, er vertraut ihr. Geschafft. Oder in ihre Fähigkeiten. Geron, warte! Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereite. Ach, Unsinn. Wir haben ein Problem. Ein zweiter Suchtrupp soll Richtung Wasserfall aufbrechen. Ich soll ihn leiten. Verdammt! Fahi ist dort! Ja. Ich werde versuchen, sie vom Weg abzubringen. Aber das wird nicht leicht. Haltet euch ruhig. Ich kümmere mich um den Rest. Okay. Nicht ganz so spannend wie in der gorischen Wüste, aber immerhin. Wir sehen uns. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Ich auch. Na dann mal ab zum Wasserfall. Ich muss sagen, Giacomo hat nicht zu viel versprochen. Du bist ein wahrer Held, Geron. Ich stehe tief in deiner Schuld. Freu dich nicht zu früh. Noch ist Bredas Suchtrupp in der Nähe. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Nacht rum ist, werden wir Andergast verlassen. Viel zu kaltes Wetter. Und die Leute haben keine Ahnung von Gastfreundschaft. Aber was ist mit unserem Abkommen? Das ist geplatzt. Was? Ich meine damit, du musst das Rätsel nicht mehr lösen. Okay. Du hast meine Tochter gerettet. Das ist mehr, als ich jemals von dir verlangt habe. Heißt das, du wirst Nori zurückverwandeln? Ja, das heißt, nein. Ja, was denn jetzt? Nicht ich werde es tun, sondern er. What the Scheiße. Oh nein. Keine Angst. Er ist ein Freund. Salam, Geron. Ich denke, die Zeit des Versteckspielens ist nun rum. Hallo, Stab? Oh mein Gott. Oh Gott, der sieht echt creepy aus. Wer bist du? Oh, das ahnst du doch schon längst, nicht wahr? Einst ein Mensch, dann ein Zauberstab und inzwischen irgendwie beides. Ich sehe schlimm aus. Aber bei weitem nicht so schlimm wie die Dinge, die ich gesehen habe. Zumal er kann reden, ohne dass wir ihn berühren. Bei Satya ging das nur, wenn sie in direkten Kontakt mit ihm stand. Aber wie er aussieht... Also war wirklich nur der Stab anscheinend der Dämon und nicht Satya, so wie es aussieht. Warum bist du hier in Andergast? Was suchst du hier? Um das zu verstehen, musst du wissen, wie Satyas Geschichte zu Ende ging. Also bald. Ich fürchte, Geron ist raus aus unserem Geschäft. Wirklich? Schade. Ich kann mir vorstellen, du hast eine Menge Fragen, richtig? Ja, und wie? Du hast all die Menschen versteinert. Richtig. Fahi und ich haben ein Abkommen. Er hilft mir, das Rätsel zu lösen, und ich beschütze ihn vor unfreundlichem Gesindel. Diesen grauhaarigen Magister dagegen habe ich aus reinem Selbstschutz versteinert. Er hatte den Rubin meiner Prinzessin geraubt. Ich wollte ihn zurück. Okay.
Okay, nicht Fahi selbst will das Rätsel gelöst haben, sondern der Stab. Fahi war nur vorgeschickt quasi. Und ich glaube auch nicht, dass Fahi auch die Träume hatte, sondern dass der Stab ihm die Geschichten erzählt hat. Das glaube ich eher. Ah, Geron hatte wirklich die Träume. Die Träume sind nicht Satyas Erinnerungen, es sind deine. Sehr richtig. Daher konnte ich auch nie zeigen, was in Draconia geschah. Ich lag dort ja den lieben langen Tag auf einem Labortisch und blies Trübsal. Ja. Aber das Buch zeigte ja sehr viel Aufschluss. Und ich möchte immer noch wissen, was auf der letzten Seite stand. Oh Mann. Wieso lebst du so lange? Auch in dieser Form bin ich noch immer ein unzerstörbarer Zauberstab. Zeit allein wird mich nicht töten. Und ich hatte sehr viel Zeit in meinem Leben, in der mich niemand töten wollte. Geschweige denn wusste, dass ich überhaupt existiere. Ja, aber du warst doch vorher ein Mensch. Wie ist das passiert? Na gut. Was hat es mit Satyas Geschichte auf sich? Warum träume ich davon? Es gibt ein Loch am Ende ihrer Geschichte. Und Fahi hilft mir, es zu füllen. Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und ich bin hier, um das zu ändern. Satya ist ihm sehr wichtig. Na gut, der Rubin? Was ist so besonders an dem Rubin? Er war meiner Prinzessin heilig. Und damit auch mir. Zudem ist er der Schlüssel zur Maske. Wir könnten ihn noch brauchen. Stimmt, die Maske. Die ist ja auch noch da.